der fähigste Kommandant in der sowjetischen Marine. Ramius hat beinahe ihren ganzes Offizierskorps ausgebildet. Er ist schon eine Legende unter den U-Boot-Fahrern. Das gefährlichste U-Boot, das je gebaut wurde. Mit dem Ding könnte man ein paar hundert Sprengköpfe vor Washington stationieren und keiner würde was merken, bis alles vorbei ist. Und wieder spielen wir unser gefährliches Spiel mit unserem alten Gegner, der amerikanischen Marine. Sein Plan ist ein Geheimnis. Ein Mann mit Ihrer Verantwortung spricht vom Ende der Welt. Offensichtlich hatte er einen Nervenzusammenbruch, als er seine Absicht bekannt gab, er würde seine Raketen auf die Staaten abfeuern. Sie wollen, dass wir ihn zur Strecke bringen und töten. Auf Gefechtsstation. Mündungsklappen öffnen. Unsere Fahrt geht in die Geschichte ein. Ich werde ihn auf den Mars pusten. Vielleicht versucht Ramius überzulaufen. Sie sind nur Analytiker. Woher wollen Sie wissen, was er vorhat? Ich gebe Ihnen 3 Tage, um Ihre Theorie zu beweisen. Ich gehöre nicht zum aktiven Stab. Ich bin nur Analytiker. Sie sind genau der Richtige. Ich bin entbehrlich. Er will desertieren. Wollen Sie etwa Ihr Leben darauf verwenden? Nach dem gleichnamigen Bestseller von Tom Clancy. Vom Regisseur des Films Stirb langsam. Geben Sie diesem Mann eine Chance. Meine Befehle sind unumstößlich. Auf Gefechtsstation. Sean Connery, Alec Baldwin, James Earl Jones, Scott Glenn, Sam Neill. Jagd auf Roter Oktober.